go. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Karriere mit Leon. Moin! Für den großen Preis von Azerbaijan, wie man unten eben schon lesen kann, ich würde sagen, wir graden erstmal das Auto ab. Wo würdest du sagen, holen wir uns ein paar Upgrades? Erstmal gucken wir, wie sehen wir aus in der Dings? In der Aero sind wir so Mittelfeld. Chassis auch Mittelfeld, Motor sind wir sehr gut, dann würde ich sagen Chassis oder Aero, oder? Ja, oder dann vielleicht würde ich sagen, wir gehen mal mit dem Chassis, ich würde mal die Reifenabnutzung, oder? Ja. Die ist nicht so teuer, dann können wir uns vielleicht noch was leisten, 900 Punkte haben wir noch. Wir können vielleicht Strapazierfähigkeit. Den Unterboden, oder wir, okay, von mir aus können wir Strapazierfähigkeit aufmachen. Da ist nämlich was für 51% reduziert beim Verbrennungsmotor. Ja, sehe ich, dann holen wir uns den Verbrennungsmotor noch, oder? Ja. Dann können wir könnten noch den Turbo verbessern, der hat auch nochmal 56%. Ja, dann noch verbessern den Turbo. Und dann, wir haben dann noch bei dem Kraftstoffsystem nochmal irgendwann 45%. Würde ich sagen, holen wir uns das nächste Rennen dann, oder? Ja. Wenn es dann wieder auf richtige Rennstrecken geht. Ich sage, dann können wir weiter spielen, oder? Ja. Da kommen noch wöchentliche Ressourcen an. Ja, mal gucken, ob wir mit denen noch mal was leisten können. Dann kommt auch allgemeine Haltbarkeit an und der Heckflügel, die Haupttragfläche, kommt durch. Jetzt wird wichtig, ja. Der Hold ist durchgekommen. Wir haben zu wenig Punkte, glaube ich. Ich kann ja noch mal nachgucken. Nee, wir können uns das Kraftstoff-Einspritzsystem, was ein langer Name, schon leisten. Wollen wir uns das schon holen? Ja, auf jeden Fall, oder? Was? Gut, dann haben wir bei dem Motor, sind wir, wenn das einkommt in den 25 Tagen, sind wir besser als wir. Das heißt, wir sind die Besten schon über dem Motor. Das sind halt auch schon alle Upgrades, die wir schon auswählen können. Den Rest haben wir noch nicht freigeschalten. Bei der Chassis gibt es noch eine Sache, die wir noch frei, zwei Sachen, die wir freischalten können. Ich bin lost. Aerodynamik haben wir noch zwei Sachen. Und ja, Strapazierfähigkeit haben wir, glaube ich, noch. Auch eine Sache noch, das Getriebe. Und dann würde ich sagen, wir sind zum Rennwochenende, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns erst im Qualifying wieder. Wer wird als Sieger aus dem Rennen von Baku hervorgehen? In Kürze werden wir hier loslegen. Willkommen zum großen Preis von Aserbaidschan. Der Baku City Circuit ist ein 5,95 Kilometer langer Stadtkurs, der die Fahrer direkt durch die Hauptstadt von Aserbaidschan und die wunderschöne Altstadt führt. Dabei müssen die Fahrer zeigen, dass sie sich den insgesamt 20 Kurven einschließlich der berühmt-berüchtigten Kurve 8 gewachsen sehen. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Wir können ja mal gucken, wie viel besser unsere Pace in Q1 ist und dann entscheiden wir, können wir ja immer noch entscheiden. Ich habe meinen Motor umgetauscht und durch das Training ist es mit MGUH abgenutzt. Das möchte ich vom Rennen noch austauschen. Aber wann kriegst du eine Kritstrafe? Weiß nicht, ob wenn ich das nicht... Mal gucken. Wenn ich eine bekomme, lasse ich es. Wenn ich keine bekomme, mache ich es. Ist bei 67%. Spätestens wenn es bei 80 ist, sollte ich mir Sorgen machen, oder? Ja, 67 geht noch. Ich gehe jetzt gleich in meinen Hotclub rein. Viel Glück. Danke. Das fährt sich echt gut, muss ich sagen. Das ist schon mal gut. Ob es an dem Heckflügel-Update liegt? Mein zweiter Sektor ist so schlimm. Ich glaube, ich darf meinen zweiten Sektor und dritten Sektor retten. Mein zweiter Sektor war ja so schrecklich. Während die KI entspannte 39 raushaut.
40,5. Okay. Gott, du warst fucking 3 Zehntel langsamer als Latifi. Im zweiten Sektor? Im Sektor, ja. Ja, ich hab's gesagt, ich hab mich da toll mal verbremst. Ja, aber im ersten Sektor warst du fast eine Sekunde, glaub ich, schneller oder so. Ja, im letzten Sektor bin ich auch nochmal viel, viel schneller sein als der Williams. Ach nee, du warst 2 Zehntel langsamer. Ja, wow. Yo, ja. Ich bin eine Sekunde hinter Sainz? Ja. Was zur Hölle? Deswegen hat ja... Du willst nicht mehr langsam rausfallen? Ja, ich warte, dass mein Ingenieur mich rauslässt. Mein MGU hat jetzt bei 68, schön. Du bist Zweiter auf dem Temporadar. Schön. Wahrscheinlich ist der Einzige, der vor mir ist, Norris, oder? Keine Ahnung, kann ich nicht einsehen. Der Sektor, denke ich. Bin doch schon sehr recht pink, ja. War. Aber wenn du mein Video ja jetzt anguckst von Spanien oder Bahrain. Ich glaube, wir haben den gleichen Helm, Alter. Echt jetzt? Ja. Wir haben auf Zufall wirklich den gleichen Helm. Ja, ich hätte sogar 30 Sekunden später rausfahren können. Maul. Hm? So, ab geht's in die Hotlap, jetzt keinen Fehler machen. Ja, nicht optimal genommen. Schon wieder richtig schrecklich. Ich muss jetzt echt viel rausholen im zweiten Sektor. Gut. Fuck, knapp mit der Mauer. Was ein Zufall, ich habe 7 Zehntel im mittleren Sektor gefunden, wie erwartet, aber ich habe halt 2 Zehntel im ersten Sektor verloren. Ja, 7 Zehntel sollten reichen. Warum verliere ich so viel Zeit gerade? What the fuck? Ich habe 2 Zehntel gerade in dem Sektor verloren im letzten. Bis jetzt. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser. Wie viel verbesserst du dich? Reichen 3 Zehntel? Nein! Also fast 4. Nein, nicht? Ja, das wird richtig knapp. Nein, oh Gott. 16 war ganz knapp nicht, was ein Pain. Willst du mich veräppeln? Oh Gott! Wie viel war's? Weil ich weiß, wo ich die Zeit verloren habe. Oh! Wie viel war's? Ich hatte Doppel DS in der Runde. Bei der ersten DS. Das war das Doppel-DS, ich kotze gleich. Wie recht kann man denn haben, dass genau dann das Doppel-DS kommt? Ah, oh, Junge. Qualifying sind echt nicht dein Ding, ne? Nee. Ich bin 16. Ne? Ja. Starte ich innen oder außen? Ich glaube, Platz 1 startet innen. Hm. Also außen, glaube ich. Gut, weil innen ist Pain, das verrecke ich meistens, weil ich innen in die Wand gedrückt werde. Wäre der perfekte Übergang, wenn du aus der Kurve rausgeschossen kommst. Nee, das mache ich erst im Rennen. Jeff, shut up. Jeff, sei leise. Der Herausforderung abgeschossen. Ja, genau. Ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber 1, 2 ist Leclerc ist Dritter. Hätte ich doch bloß Perez als Rivalen genommen.
Warum wurde ich eigentlich so spät erst nach meinem Rivalen gefragt? Ich weiß nicht, ob das reicht. Du brauchst, ich denke nicht, dass Kimi es schafft, du bräuchtest eine 38,4. Für Kimis Zeit. Nee, für Tsunodas Zeit, dann wärst du genau 10. 38,4, ich bin im Qualifying da vorne 38,5 kommen. Müsstest du noch einen Tenko? Ja, bin durch. Bin durch! Yes! Ja, GG. Yes. Ich mach mich nur noch trauriger, dass ich raus bin. Let's go. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Norris, Ricciardo, Sergio Perez und Leclerc. Gasly, Sainz, Fernando Alonso, ein Aston Martin, Verstappen, Ocon, Kimi Räikkönen und Giovinazzi, der Sensenmann, Mick Schumacher, George Russell und Nikita Mazepin, Latifi und Yuki Tsunoda. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Viel Glück dir. Die 5 Runden ist hinaus und zu erlöschen. Was? Alter, dann away we go. Giovinazzi. Ja, ich hatte einen okayen Start. Ich auch. Ich bremse sehr, sehr früh. Kurve 1, ich habe eine kritische Abnutzung am Ende UH. Wir haben eine Wette abgeschlossen, und zwar, wenn ich einen MGUH-Schaden kriege in dem Rennen, ist Leon dran schuld. Aus Gründen, die ihr nicht mitbekommen habt, hinter mir ist, glaube ich, eine gelbe Flagge. Weiß nicht, ob vor dir irgendwie was passiert ist oder so. Verstappen hat mich überholt. Ja, ich habe einen Platz gegen Gio gewonnen. Oh, Verstappen macht Moving Under Braking, konnte noch ausweichen. Verstappen ist auf harten Reifen. Kann ich ausqualifizieren? Da steht mir Räikkönen im Weg, Berührung, da wurde mir relativ wenig Platz gelassen und konnte einfach den Köpfen in mich reingesprungen. Hard Pain, kann man nichts machen. Wir sind vorbei. Habe ich Schaden? Nee, habe ich nicht. Glück gehabt, Ocon. Hey, du bist nur noch 2 Positionen hinter mir. Ja, du hast 2 gewonnen, ich habe 1 verloren, aber die ist halt gegen Verstappen. Und gegen Verstappen ist das jetzt nicht schlimm, um ehrlich gegen zu sein. Gegen Verstappen kann man schon eine Position verlieren, ja. Oh, Kurve 15, da wird doch noch so viel Chaos passieren in dem Rennen, ich sag's dir. Ich habe sehr Angst vor späteren Runden, wenn die Tireware da reinklickt in der Kurve. Ja. Ich kenne dich doch, du hast die KI doch nicht runtergestellt, kann es sein. Verstanden. Ist immer noch 100 statt 99, oder? Nee, 98. 98 sogar nur, okay. Aber warum ist Räikkönen so schnell auf der Geraden? Was ist denn das? Wir haben bald schon einen Boxenstopp, ne? Ja, 2 Runden nur. Ich fahr Runde 5 rein. Okay, ja, deine Runde, Reifen sind ja auch abgenutzt als meine. Gab's da gerade wieder einen Kontakt? Ja, ist halt eine fucking enge Kurve. What the fuck? Ist der Junge? Tja, was macht der? Der ist doch. Ich guck mir das Ganze hier hinten mal entspannt an. Junge, Alter, der berührt mich immer andauernd. Immer noch Side by Side jetzt. Alter! Also so langsam muss einer von euch zurückziehen. Oi, das hat verstehen geblieben deswegen. Alter, was war das für ein Battle, Mann? Das war krank, ich weiß. Wir haben 6 Sekunden auf Tsunoda. So viel Zeit nach vorne verloren. Wir sind hier halt eine Vierergruppe mitten im Nirgendwo, ne? Wir haben da vorne gefühlt 8 Sekunden und nach hinten so viel, ne? Ja.
What the fuck? Whoa! I said potentially coming in to the pits. Oh, that is a, that's an impact. Hast du Schaden? Ja, ja. Safety okay. Car, danke. Komm mit an die Box, komm mit an die Box. Soll ich? Okay. Ja, ja. Ich hab auch nämlich, glaube ich, Schaden. Ich bin in die Wand ausgegangen. Nein, ich hab Front, nein! Oh Gott, ich hätte fast in das, ich hab Frontflügel Schaden auf nein. Frontflügel Schaden auf nein? Ja. Ja, uff. Ja gut, wenigstens ist Safety Car, ne? Wie viele haben denn Verstappen? Verstappen ist raus! 10 Sekunden! Ich kann nicht in den Replays gucken, was passiert ist. What the fish? Ja, hat 10 Sekunden plus ein DNF. Wollen wir nochmal drüber reden? Alter. Zum Glück ist, ich bin trotzdem noch vor Tsunoda, gell? Trotz des neuen Frontflügel. Halleluja! Ich fahr mal einfach auf Mager, weil warum nicht, ne? Ja, okay. Heißt, du darfst jetzt eigentlich gleich nochmal in die Box oder nächste Runde, ne? Mhm. Sollte ich die jetzt eigentlich nicht sogar fast gefühlt Siegeschancen haben? Ja, ich bin raus. Ja, hab ich nicht. Ich bin ausgeschieden, ne? Mutterschaden? Ja. Nein. Doch. Ausgeschieden. Warum, Alter? Warum es? Weil wir haben auch noch, immer wenn wir was für die Schrabatierfähigkeit machen, geht's nach hinten los. Merkst du das? Ist halt so. Ah, es ich ist bin so auch, ein... Hä? Hä, warum kann ich nichts mehr machen? Ich darf nicht mehr fahren. Hast du mich bin ja? Nein. Bin ich auch. Ich hab, mich beendet. Hab ich auch nein. einen Mutterschaden bekommen? Nein, oder? Was ist nein. das für ein Podium? Was ist denn passiert? Sag mir nicht, wir haben Doppel-DNF. Sag mir nicht, wir haben Doppel-DNF. Meine Rivale ist auch noch Dritter geworden. Sag nicht, wir haben Doppel-DNF. Doppel-DNF, beide sind im Motorschaden. Ja, Digga. Das ist ja das Pay. So ein Scheiß. Das ist mein Strick, wo wir gut sind und vielleicht Punkte holen können. Selbst wenn wir von wo hinten starten, ne? Und dann so eine Scheiße, ey. Och, und dann ist auch noch der Verbrennungsmotor fehlgeschlagen. Nee, oder? Doch. Das ist ein Witz. Ja, bei mir ist es die Steuerelektronik. Echt jetzt? Also kriegst du eine Geldstrafe für Kanada? Nee, ich hab noch eine zweite. Bei mir ist nichts rot. Ist mein Getriebe? Nee. Hä? Was ist denn bei mir kaputt gegangen? Nein, oder? Mir wurde einfach mein Rennen beendet. Ich habe ja nicht mehr die Durst bekommen, dass ich Motorprobleme habe oder so. Naja. Hast du eine Nachricht bekommen? Ich habe nichts bekommen, dass irgendwie was kaputt ist. Nichts. Nee, das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist nicht deren Ernst. Ja, also... Was soll ich sagen? Schaut euch die anderen Videos an. Hast du noch irgendwie was zu sagen? Ja, F&E Strapazierfähigkeit ist fehlgeschlagen. Ich weiß, soll ich das in dem Video noch upgraden oder machen wir es im nächsten? Ja, oder? Mach schon mal. 0%. Ja. Es kommt nach Kanada erst dann an. Ach, ich will mich auf den Boden legen und weinen. Ich würde sagen, alles, was wir bei der Strapazierfähigkeit, alles, was wir haben, Strapazierfähigkeit. Wir können ja sogar nur Chassis, Aerodynamik und Strapazierfähigkeit. Motor können wir eh nichts machen aktuell. Ja, Digga, 6. DNF, 20. DNF. Tolle Saison. Meine Rennergebnisse sind ja so enttäuschend. 11, 17, 18 DNF. Weil mir in Spanien wird mir nicht mehr das DNF anerkannt. Mir wurde einfach ich bin 17. geworden, obwohl ich DNF gegangen bin. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Digga, was ist das, Alter? Ja. Wo sind wir in der Wir sind das viertbeste Team. Ja, aber ehrlich, wir haben so viel Pech, ne? Den Vertrag von mir annimmt. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge, oder? Ja, ich meine, was soll ich Ihnen sagen? Ciao, ciao.